Hallo Gemeinde, herzlich willkommen zu Preacher's Minute. Ich habe heute gepredigt und zwar über das Thema, dass Gott etwas Neues tun möchte. Und wenn Gott etwas Neues tun möchte, dann tut er auch etwas Neues. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo Gott in unserem persönlichen Leben und in dem Leben unserer Gemeinde etwas Neues tun will. Und vielleicht sieht das etwas anders aus, als wir das erwarten oder uns vorstellen können. Aber er wird etwas Neues tun und es wird besser sein, als wir es uns vorstellen können. Und ich habe ein Beispiel benutzt vom Death Valley. Das ist einer der trockensten Orte in den USA. Da wurde bei Nacht minus 41,7 Grad gemessen. Da wächst gar nichts. Der Boden ist so spröde, dass er aufbricht. Und manchmal fühlen wir uns wie dieses Death Valley, wo vielleicht die Berufung auf unserem Leben, der Wert, der uns gegeben wurde, oder die Versprechen, die Gott uns gegeben hat, wo sie vielleicht vergraben sind oder trocken daliegen und wir das Gefühl haben, das ist was mal vielleicht lebendig war, aber es ist jetzt spröde und trocken. Und Gott möchte das wieder hervorholen, weil im Death Valley alle 10 Jahre ungefähr regnet es und plötzlich kommt ein neues Leben hervor. Es blühen ganz viele Blumen da, Wildblumen. Und ich glaube, es ist ein Bild dafür, dass Gott etwas Neues in deinem Leben und im Leben unserer Gemeinde tun will, dass er hervorbringt, was vergraben, was spröde war, was Wüste war. Und du darfst es nehmen mit in deine Woche und ich möchte die Frage mit auf den Weg geben, was möchte Gott in deinem Leben Neues tun? Dankeschön.